Zur Spätschicht der Unternehmen war am Freitagabend auch in Hoyerswerda eingeladen worden. Teilnehmer hatten die Möglichkeit, 11 Unternehmen kennenzulernen und hinter die Kulissen zu schauen, wie hier in der Lausitzer Ölmühle in der Bebelstraße der Hoyerswerda Altstadt. Andreas Grober hatte die Gäste durch die größte Leinölmühle Deutschlands geführt. Etwa 3000 Tonnen Leinsamen werden im Jahr verarbeitet. Der ist wie viele andere Rohstoffe auch wesentlich teurer geworden und das gleich um 100%. Knapp 1000 Liter Leinöl werden pro Jahr gewonnen. Daneben gibt es weitere Produkte wie etwa Seife aus Leinöl. Eis mit Leinöl und Zwiebelringen stand zum Verkosten bereit, klingt ungewöhnlich, hat aber gut geschmeckt. Im Lausitzbad hatte Sabine Litwin durch das Haus geführt. Die Interessierten bekamen auch hier einen Einblick in den aufwendigen Betrieb der Freizeiteinrichtung Nummer 1 in Hoyerswerda. Immerhin sind in den Becken mehr als 2,2 Millionen Liter Wasser, die alle 4 Stunden die Reinigungs- und Filteranlagen im Keller durchlaufen. Auch dieser Bereich, wie das gesamte Bad, sollen im kommenden Jahr mit Mitteln aus dem Strukturfördertopf saniert werden. Und für die Teilnehmer der 4. Tour öffnete unter anderem das Lausitzer Seenlandklinikum seine Pforten. Den Besuchern wurden Einblicke in die moderne Ausstattung und das Arbeitsumfeld im Krankenhaus geboten. Nach einer kurzen Präsentation führte Laborleiter Steffen Vogel durch das Institut für Laboratoriumsmedizin, Mikrobiologie und Krankenhaushygiene. Er erklärte den Weg, den das Blut von der Abnahme bis zum Ergebnis des großen Blutbildes gehen muss und dass dafür 180 Sekunden genügen. Zum Abschluss wurde noch die Arbeit im Bereich der Mikrobiologie und die Funktion der Blutbank erklärt. Diese und viele weitere Eindrücke konnten die Besucher dann auch hier mit nach Hause nehmen.